Hallo Leute, ich bin's Megavalenter10 und willkommen zum zweiten Teil von C++ der Tutorial-Reihe. Und heute möchte ich euch, nein, doch, möchte ich euch zeigen, wie man mit Strings und Chars umgehen kann, also Characters. Ja, genau. Da fangen wir wieder mit Include YoStream. Mann, ich hab irgendwie die Tastatur ist ein bisschen Schrott. Und dann include String. Das ist hierfür auch notwendig. Dann machen wir wieder using namespace. Name. Mann, ich muss die Tastatur mal neue Batterien reinmachen. Namespace std. So. Und dann machen wir uns eine Hauptfunktion, also void main. Nenne ich jetzt einfach mal so. Und ja, dann kann es direkt losgehen. Aber ganz wichtig ist eben am Anfang das Include String. Denn das gibt uns im Prinzip den Befehl String aus, also das hier, dass wir das eben benutzen können, dieses String. Also das ist eben relativ wichtig. Das ist auch nicht farbig markiert, das ist leider ein bisschen schade. Aber es ist auf jeden Fall definiert, das String. Das heißt, wir können String zum Beispiel Beispiel str machen und können dann Beispiel str können wir dann auf Hallo setzen. Also einfach Hallo hinschreiben. So. Und dann könnte man zum Beispiel cout, wissen ja, Konsole out, also soll was ausspucken, mehr oder weniger. Und zwar soll die dann zum Beispiel unser Text, Doppelpunkt, und dann diesen Beispiel str. Das würde dann so aussehen. Dann kann man hier dann eben noch. Ne, warte, das ist falsch. Das heißt cin.get. Das ist damit das Ganze pausiert. Das heißt pausiert, wie soll ich das sagen? Dass das Ganze sich nicht direkt wegklickt. Ich hoffe, das klappt jetzt so ein bisschen, weil das letzte Mal hat es ziemlich lange gedauert, bis dann die Main-CPP entstanden ist. Ich kann mal ganz kurz pausieren, bis das kommt. Upp, und schon ist es da. Ja, hier wäre es dann eben. Und ja, ist ja unser Text. Also der Teil hier ist ausgegeben worden und hallo, weil wir das eben hingeschrieben haben. Wir könnten hier auch noch was hinschreiben. Das ist unsere Sache. Das ist eben dieses Sin-Get. Also der wartet darauf, dass man da was hinschreibt. So, ich. Also hier wurde ziemlich lange was geladen. Muss ich mal gucken, woran das liegt, dass hier so lange was geladen wird. Wir können uns aber in der Zeit auch was gedulden. Also das wäre dann eben so ein String. Und jetzt kommt das Ruckelthema. Das wäre ein Char. Ich kenne mich da aber nicht so 100 pro aus. Ich meine, man kann es aber ungefähr so machen, dass wir einen Char haben. Den nennen wir zum Beispiel Beispiel Char. Und den Beispiel können wir dann meines Erachtens zum Beispiel auf einen Buchstaben setzen. Also die setzt man ja eben meistens auf einen Buchstaben. Das kann man jetzt mal kurz ausprobieren. So, gut, dauert natürlich jetzt nochmal eine halbe Ewigkeit, also nochmal einen kleinen Moment. Sup. Und dann wäre hier eben unser einzelner Charakter hingeschrieben, also der Buchstabe. Ich probiere mal ganz kurz, wenn ich hier int main hinschreibe, obwohl das eigentlich auch nichts groß ändern dürfte. Ich kann ja mal kurz return noch return 0. Und wenn man das jetzt zum Beispiel versucht auf zwei, also auf so einen Satz zu setzen, und wir pausieren das Ganze noch einmal, kleinen Moment, dann steht hier unten Error C2015, zu viele Zeichen in der Konstante, denn es handelt sich hierbei ja nur um einen Buchstaben. Es gibt da noch Charketten und so weiter und so fort. Man kann sich da auch mit Arrays aushelfen und so, aber das ist, also für die modernen C++ler sind, glaube ich, Strings schon fast eine gängige Methode geworden. Das war aber früher ein bisschen anders, aber ist egal. Das heißt, man kann hier wirklich richtig schön mit Strings arbeiten. Das ist eben so das, was ich meine. Wir können das Ganze noch einmal kurz, kann ich nochmal veranschaulichen. Dann kann ich das Ganze hier, jo, mache ich das Ganze hier nochmal für einen zweiten. Und den zweiten kann man dann zum Beispiel auch einfach so setzen. So, man kann das Ganze aber auch anders machen. Man kann zum Beispiel den direkt hier setzen. So. Und kann dann hier einfach heul doch hier nicht wieder rum. So. Und kann den jetzt hier einfach mal ausgeben. Das heißt, das geht dann eben direkt so. Und wir müssen noch einmal 1000 Minuten warten.
Schwupp. Und hier Stände Hello World. Also es sind alles Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Das war ein ganz flottes Tutorial. Und übrigens, wenn ihr genauer was zu C++ wissen wollt, dann mache ich jetzt hier mal ganz kurz eine Schleichwerbung für Sterminio Productions. Der macht deutlich bessere und auch besser erklärte Tutorials vor allem. Also das ist wirklich da in diesem Fall ein Vorteil, wenn ihr da nicht ganz versteht an der einen oder anderen Stelle, dann ist es besser, sich da nochmal intensiv mit zu beschäftigen. Deswegen schaut auch bei ihm vorbei. Und das war's erstmal. Bis demnächst. Ciao, Leute.